grand. Sure, because they're trying too hard. You don't have to be like that. Hmm? Did you say something? Oh, no, nothing. Your audience with the Praetor is scheduled for tomorrow. Before that, maybe you'd all like to have a look around? See the sights of Indol? Sounds like a pretty rare opportunity. Yeah! Let's look around city! Tora want to see everything! What are we, tourists? There's no harm in that, is there? This would be a first for me, too. Right. You were a bit big to go running round Indol before now. Oh, that's a funny image. Und damit begrüße ich euch Leute zu einer neuen Folge Xenoblade. In der letzten Folge hatten wir ein paar Mal probiert, gegen den komischen Typi da zu kämpfen. Ich habe da kläglich versagt und musste die Gruppe umbauen, dass ich mit dem Nio mit Poppy hier spiele. Weil mit ihm hätte ich es nicht geschafft. Aber jetzt bauen wir wieder zurück. So, machen wir einmal so und einmal so bitte. Genau, so lassen wir es jetzt mal. Reisepunkt. Guetius. Gut. Mein Gott, ein harter Kampf. Ich hatte schon ein paar Versuche gebraucht. Und wir sind jetzt in Indol angekommen. Und schauen wir doch mal, ob wir waffenmäßig was machen können. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Gasthaus. Sehr gut. Hier können wir ja richtig gut was machen. So, sehr schön. Und wir schauen nochmal, ob wir hier leveln können. Weil die anderen Klingen müssten. Die anderen müssten wir eigentlich leveln können. Oh, ganz schön teuer gesalzene Preise hier. Genau. There is still much to learn. Tora feels stronger. Okay. Dann schauen wir gleich noch mit die Söldneraufträge weiter. Did you have a restful sleep? Nice cat nap. Did we? All done. Wir könnten jetzt aber eigentlich schauen, ob wir nicht Ursulas Quest weitermachen können. Lampenfieber. Da können wir irgendwie weitermachen. Ich glaube, wir müssen da mal schnell zurückreisen nach Torigon. Schauen wir doch mal, ob uns dort was, ob es da weitergeht jetzt. Nächste müssen wir mal zum Argentum reisen. Okay, brauche ich nur Kantine. Und dann müssen wir ins Argentum. Müsste eigentlich hier oben sein. Und da gibt es auch ein Harmoniegespräch, sehe ich gerade. Keep a close eye out for trouble. Where do we go from here? Da gibt es Harmoniegespräch, das werden wir gleich mal führen. Hey, Bridget, I found something interesting in that shop over there. Interesting? Yep, here it is. What is that thing? It looks quite grotesque. Why, that's an Argentum monkfish. You are familiar with this creature, Lady Morag? It's a rare delicacy that is only found in the waters around here. It's rather tasty. People eat this monstrous fish thing. It might not look appetizing, but I've heard the taste is divine. Since it's so rare, I thought I'd cook something up with it. But I'm not sure how. Morag, do you know? Do tell, please. Lady Morag, if I may, is this really wise? Oh, don't you worry yourself. Shall we start by gutting the fish, then? Excuse me? What's the matter? Gut it. Gut this creature. Well, yes. We can't exactly cook it like that. Understood. Life is a battlefield. Show it who's boss, Lady Morag. Bridget? Yes? Please hold down its head. What? No, that is, I'd rather not. It's just a little tricky to make the incision when it keeps... Quite true, but... For the love of the Architekt, do it! Please. Yes, ma'am. We cannot let a mere fish... What's wrong? It looked me in the eye. Is this thing still alive? Can it be? Then I must end it before it strikes. It's opening its foul maw. Lady Morag, the enemy means to eat us. Very well. Hellfire! No, wait! If you do that... Well, Bridget? As befits the Flamebringer, the foe is extinguished without a trick. Phew. Our mission here is done. What do you think you're doing? There's no... Okay, das war's wohl mit dem Essen. Statt den herzurichten, haben wir komplett vernichtet. Aber okay. Gehen wir mal zu Bauchiknur Kantine. Willkommen in der Kantine. Kunde darf gerne lange Blick und viel Sapper-Sapper auf lecker Mampf werfen und dann kaufen. Melde dich bei Tiptop. Oh Gott. Wo wird denn der? Das ist hier oben, Mann. Alle Fähigkeiten jetzt auf Stufe 2. Zeit für Ursula, Bühne zu erobern. Was? Aber ich bin doch noch lange nicht bereit dafür. Jeder Anfänger fängt als Anfänger an. Aber die Erfahrung kriegt nur, wer Dinge erfährt. Aber ich... Tiptop bereitet alles für Konzert vor. Location steht auch schon fest. Direkt hier in Bauchignor-Kantine. Tiptop muss noch ein paar Dinge erledigen, also geht Tiptop schon mal vor. Ursula muss sich bereit machen. Wie lange habe ich denn Zeit? 5 Sekunden. Nein, Spaß. Konzert fängt aber bald an. Tiptop hofft, dass alle in Bauchignor-Kantine versammeln. Aber... oh, er ist schon weg. Sprich im Gassalon mit Ursula. Schauen, wo die hier ist. Da ist er. Alles bereit für Konzert. Kann bald losgehen. 105 Fans warten ungelöst darauf, Engelsstimme von Ursula zu hören. Ursula, alles in Ordnung? Ja, ja, alles wunderbar. Du titterst ja richtig. Mach es einfach so wie immer. Ja. Ich habe so viel geübt, da muss ich einfach nur singen, wie ich es jeden Tag tue. Jetzt fühle ich mich schon etwas ruhiger, danke. Ich werde beim Konzert mein Bestes geben, aber ob das reicht? Na klar. You can do it, Ursula. If mess up, not end of world. Relax, it's no biggie. What a lovely tune. Oh, voice of angel. Hey, what happened? Did you forget the words? Come on, sing more, more. Okay, sprich in der Bauchignor-Kantine in Argentum mit Tipitapi. So, dann reden wir nochmal mit ihm. Ich wusste, es würde schief gehen. Ja, war wirklich Pech. Es tut mir leid. Das war's dann. Nein, nein, war doch lange nicht. Gab zwar kleine Schnitzerchen, aber Konzert als Ganzes war Riesenerfolg. Aber schon ein kleiner Teil von Ursulas Gesang reicht aus, um Zuschauer mitzureißen. Selbst Schüchternheit war kein Nachteil, hat das Publikum nur noch mehr verzaubert. Wirklich? Ja doch. Bester Beweis ist Ursula Fanclub, der direkt bei erster Note gegründet wurde. Was? Ursula hat es geschafft. Auch wenn es nicht ganz glatt gelaufen ist, am Ende war doch alles gut. Na Ursula, ich wette, das ist ein schönes Gefühl, oder? Also, ich weiß noch nicht ganz. Ich bin schon glücklich, dass alle meinen Gesang gelauscht haben. Ja genau, dieses Gefühl, bitte merken. Wenn Ursula Gefühl Zuschauern vermitteln kann, wird nächstes Konzert noch größerer Erfolg. Mein Gefühl soll ich vermitteln? Genau, deswegen gibt für Ursula jetzt weitere Lektionen. Oh, okay. Diesmal bitte alle Fähigkeiten auf Stufe 4 bringen. Wenn Fähigkeiten da sind, kommt Selbstvertrauen von ganz allein. Dann ist Ursula nicht mehr nervös. Okay, dann müssen wir jetzt wieder mit Hilfe der Söldnerauftrag Ursulas Stimme, Aussehen und Mut auf Stufe 4. Okay. Schauen wir doch aber erstmal, ob sie in ihren Harmonieringbaum da... Genau. Sehr schön. We've still got a long way. There are so many fishies I still want to meet. Instrumente. Schauen wir doch mal, ob wir das machen können. Oh, da haben wir ja gar nichts gekauft. Da müssen wir noch einkaufen gehen. Was hat ein Pyro eigentlich drin? Getränke. Okay, schauen wir mal, ob wir Getränke was machen können. Having this makes me real happy. Having this makes me real happy. Mal schauen, was das für ein, was die für ein Lieblingsgetränk dann hat. Okay, dann schauen wir mal die Söldneraufträge nochmal durch. Argentum. Everyone's counting on me. I gotta step it up. I won't let you down. I'll finish the job properly. Reporting. I'll finish the job properly. We are Ursula's new groove. And we'll do what we can. Yes. Okay, wie weit sind wir denn jetzt schon in der immer noch Stufe 2? Zenobias. Das können wir doch mal machen. As long as I get to fight. Elektroelement. Weiter. Boss Buster Band. Let's go back some tyrants. Let's go. Follow the scent of danger. Just show me the way. Okay. Der immer hier oben ist. Together at last. Rock, pleased to meet you. Got it. I give you my all. So, okay, dann hätten wir das auch. Und dann würde ich sagen, ab zu den Inseln. Nee. Und ab nach Indol. Und dann machen wir da mal ein bisschen weiter. Let's rest the spell. Are we going far? I'm bored already. Sind nicht in der indolenisischen Hauptstadt um. Machen wir doch jetzt mal. Schauen, was da so Schönes zu entdecken gibt. Keksmädchen. Genau. Passt. Und hier was gekauft. Da ist eine Kiste, aber wie komme ich da hoch? Kann man nicht hoch. Hier können die hochkommen. Können wir in den Schatz rennen? I've gained a new memory. You're all mine. Poppy power. Calm your mind. Nö. Structural analysis in progress. There. Okay, dann halt nicht. That should do it. Macht die Gespräche hier immer ein bisschen schneller, weil die sind jetzt nicht so wichtig und sonst dauert das immer alles zu extrem lang. Und ist der im Angebot? Boah, ist schon teuer, ey. Mehr kaufen wir nicht. Ein Wutring, der ist nie schlecht für die Tanks. Bring mal ein bisschen mehr Kohle, ich habe so wenig irgendwie. Nag hier fast am Hungertod. Brunnen des Lichts. Reisepunkt, sehr schön. Okay, müssen wir wieder zurückgehen und dann gehen wir mal die Treppen dort hoch. Riesenstadt, hey, heftig. Ja, umso weiter man in dem Spiel fordert, umso teurer werden die Items natürlich. Das merkt man jetzt schon ganz schön. Ne, da haben wir noch alles einmal. Das lassen wir. Was hat der hier? So. No more blades, no more war. What does that mean? That, my fuzzy-eared friend, is an anti-blade protest. The refugees have really been going at it since last year or so. Whoa! Where do you come from? What do you do? Swim you? Did blades do something wrong? The Praetorium is single-handedly responsible for doling out core crystals to other countries. Though sometimes the likes of Dougal and Banna grab a piece of the pie. Therefore, Indol has the power to control war itself? That's one way of looking at it, at least. But war is about much more than just blades and drivers. I know that, and you know that, but that doesn't mean they're gonna accept it. I guess so. There's a lot of Gormotti here. They fled the Gormotti War 10 years ago. But here they are, refugees still. Yes, they're a funny old lot, you know. We feed them, we water them, and this is the thanks we get. Don't these ruffians know that manners cost nothing? I swear, you lend these people a hand and they want the whole bloody arm. It's easy to disregard things beyond your control and direct your anger at targets closer to hand. Do you have something to say? Not really. Out with it, Rex. Moragain's Titan. It's dying, and everybody knows it. That's why why you need Gormont. Our population is large. Larger than Uriah's. But you don't have the resources to support all those people. You are astute for someone so young. Us salvagers pick up more than just artifacts. I'm not daft. I know fine words alone won't change reality. So you seek Elysium? Is that wrong? No. I was just reminded how young you are. Still, if it's Rex, or people who harp on about justice with no solutions, I'm betting on Rex. I must admit, I do respect the boy's drive. Ah, I'm just stumbling my way forward. I've got news, but will you hear it? I hope you will be the bearer of good news. So. Can I give Barry a treat as well? This will be good for support. Okay, wir haben jetzt in Argentum eigentlich, außer Zenobis Zeitvertreib, haben wir alles abgeschlossen. Das heißt, dass ich jetzt eigentlich in Gormund weitermachen sollte. Bei der Erntehilfe zum Beispiel, da können wir gleich den hier losschicken. Yes, sir. I'm all over this. I'll be back in a jiff. Best of luck to you. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal weiter hoch. Hier ist ja nichts mehr, oder? Antiquaren. Brauchen wir Musikinstrumente irgendwie? Antiquaren. Buchhandlung, was gibt's da noch? Gut, dann gehen wir weiter hoch. Schauen wir doch mal, was dort oben ist. Heftig, wie groß es hier ist, ey. Und auch keine Wolken mehr. Also hier können wir auch nichts einstellen. Ich denke, dass es eher ein Stadtkomplex ist. Wie jetzt so eine offene Welt oder so. Morag, can I ask you something? Go ahead. Rex is the one who woke up Mithra. And I think he appreciates what that means. And? It's just that, well, you're not doing anything to stop us. Why is that? Because of Adam. 500 years ago, he became this great hero, who we celebrate even today. But I know him only through legends. A chance to see what his blade is capable of for myself, I confess I was intrigued. So here I am. You know I'm not Adam, right? But you are the Aegis's driver. The second you're under Imperial control, you won't be that hero anymore. Huh. I'm not sure I follow. People with great power should be their own masters? Is that what you mean? Close enough. You can interpret it that way if you like. Even the mighty Flamebringer can be bloody hard work sometimes. Can't you just admit the real reason? I don't like what you're implying. The inner Praetorium is beyond this gate. Here you will find the main administrative facilities. With your permission, I'll show you to your lodgings. Dies ist Siorius Platz. Junge, der ist ja riesig. Ganz schön was los hier. Viele der Leute werden hier sicher Pilger sein, richtig? Das ist korrekt. Indol empfängt täglich unzählige spirituelle Wanderer als Gäste. Und dieses Gebäude, das ihr dort vor euch seht, ist das Heiligtum von Indol. Hui, mein lieber Herr Gesangsverein. Das geht euch... Da geht euch die Kinnlade runter, was? Tja, das ist das Altehrwürdigste, was das Praetorium zu bieten hat. Sekunde mal. Wie kommst du jetzt dazu, dich damit zu plustern, du Knallkopf? Atemberaubend. Ein wahrlich ehrfurchtgebietender Anblick. Es wurden Räume für euch bereitgestellt. Haltet euch links, wenn ihr das Heiligtum betretet. Dann findet ihr sie. Tora darf in Funkelglitzerpalast schlafen. Selbstverständlich, ihr seid unsere höchst geschätzten Gäste. Oh, Freu. Wenn ihr dann soweit wärt, können wir gerne weiter. Siorius Platz. Gut, Leute, ich würde aber sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Die Folgen vergehen wirklich wie im Flug in dem Spiel. Habe ich selten erlebt, sowas. Also, man schafft eigentlich nicht viel in einer Folge, aber das große Ganze macht es halt einfach aus. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt einfach dran, schaut die nächste Folge an, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Genau, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.